Moin, meine lieben Leute, ich bin's wieder, euer Sky, und diesmal nehmen wir uns den Tokarou-Schrein vor. Dieser befindet sich inmitten eines Labyrinths, was wir ganz im Nordosten finden, der ganzen Karte. Ich zeige euch jetzt, wie man dorthin kommt, wie man das Labyrinth an sich selber meistert und wie man oben dann den Schrein einsammelt, aber das ist eine ziemlich einfache Aufgabe. Hierzu fliegen wir erstmal an der Stelle, wo ich mich hier gerade befinde, rüber zum Labyrinth. Ich kann euch das eben nochmal auf der Map zeigen. Das ist hier direkt nördlich von dem Akala-Institut. Und ich empfehle euch, dass ihr schon zweimal Ausdauer vergeben habt, beziehungsweise es ist nötig, dass ihr zweimal Ausdauer vergeben habt. Ansonsten erreicht ihr die Insel nicht. So, jetzt schweben wir hier einfach mal runter. Das Erste, was uns drüben erwartet, wenn wir ankommen, ist erstmal ein Wächter. Das heißt, equippt, sobald ihr unten angekommen seid oder am besten schon vorher. Ein Wächterpfeil, da reicht auch ein gezielter Schuss ins Auge, das werde ich euch gleich zeigen, um ihn niederzustrecken. Und dann kann es eigentlich schon losgehen mit dem Labyrinth. So, ihr seht, es wird relativ knapp werden, aber es reicht. So, gleich kommt ein kleiner Schnitt. Zu diesem Zeitpunkt habe ich den Schrein schon gemacht, beziehungsweise Labyrinth schon bezwungen. So, jetzt landen wir hier erstmal. So. Das war knapp, aber der Fall hat gesessen. Und ihr seht, es reicht ein Pfeil, um den ersten Wächter erstmal hier außer Gefecht zu setzen. So, nachdem wir den Wächter besiegt haben, begeben wir uns am Anfang gleich auf die linke Seite. Denn genau hier ist der richtige Eingang, der uns zum Ende des Labyrinths führt, wo wir später auch zum Schrein kommen und das Abzeichen einsammeln können. Wer den ganzen Weg selber finden möchte, der kann es natürlich machen und gerne vorspulen. Ansonsten werde ich euch das Ganze jetzt einmal kurz vorführen. So. Folgen im Grunde genommen einfach der Map auf der rechten Seite. Ist ein bisschen schwierig hier durchzumanövrieren. Dadurch, dass der Pfeil halt so groß ist und es nicht genau angezeigt wird, wo man sich befindet, ist das ein bisschen irritierend. Aber das kriegen wir schon hin. So. Thank you.
Und wir haben den Weg zum Labyrinth, beziehungsweise zum Schrein, schon so gut wie geschafft. Holen uns ansonsten klettern wir weiter. Die Treppen hinauf und dann sind wir gleich auch schon beim Schrein angekommen. So. Willkommen im Tokaro-Schrein. Weil der Weg an sich schon die Prüfung war, können wir uns natürlich in diesem Schrein direkt über das Abzeichen freuen und müssen hier nichts weiter machen, als einfach nur noch die Kiste öffnen. Eine Maske führen und uns das entsprechende Abzeichen abholen. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinem Tutorial wieder mal etwas weiterhelfen. Freue mich, wenn ihr ein Like da lasst. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Euer Sky. Tschüss.